So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Stay tuned, wie ich vorhin gesagt habe. Ich werde jetzt mal kurz beim Studiofenster rausgucken, ob sich eventuell schon was tut, bezüglich der Tom, ob er schon einrauscht oder nicht. Sehr gut, der Traktor ist schon eingetroffen, also müsste der Tom auch gleich auftauchen. Wir schauen, wie der Karikoppeln hat. Ist das bei meinem alten Studium, Gymnasium, wo du was am Wii gespielt hast, aufhören, wenn die Boxen automatisch weg, das ist ein ganz Trick, ja. Aber was so ist. Freizeichen, Leute. Also der Traktor ist vor dem Studio aufgetaucht, der Tom ebenfalls, er sitzt mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen, Tom Turi. Ja, hallöchen, René. Warum? Er hat erst einen Hurricane of Love losgetreten. Warum er sein Baby lieber mit dem Traktor statt mit dem Auto abholt, was der braune Bär mit der weißen Taube so alles anstellt und warum das Leben die Hölle ist, das klären wir in der kommenden Stunde. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wäre wenn, Michael Wendler, was wäre wenn, Tom, wenn du den Wiesn Award in Wien gewinnen würdest? Am 13. September ist ja Schluss mit dem Voting, also festklicken noch auf Facebook bei Gefällt mir beim Tom Turi Video. Was wäre, wenn du das wirklich gewinnen würdest? Was würde da rausschauen für dich? Ja, was wäre wenn? Das wäre natürlich auf alle Fälle das Größte, weil, wie gesagt, als ich da mich beworben habe, dass ich es überhaupt bis ins Finale schaffe, habe ich gar nicht mit gerechnet. Und was wäre, wenn? Ja, der Sieger darf dann natürlich bei den diesjährigen Wiesn auftreten, wird dann professionell betreut durch die IP Media Agentur. Und ja, also Plattenvertrag würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt dann auch noch eine Aufnahme mit Koch Universal Austria, springt dabei raus. Und ich will das Ding natürlich jetzt, wenn ich im Finale will, will ich unbedingt gewinnen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle jetzt auch für mich abstimmt. Das wollen wir doch hoffen. Alles festklicken auf Facebook bei Tom Turi, bei Wiesn. Fest, Wiesn Award. Feststimmen für den Tom, dass er das schafft, ins Finale zu, also das heißt, ins Finale, im Finale ist er schon, aber dass er dort den Sieg erringt, dann kann er nämlich seiner Nico ein Schloss bauen, wie der Jürgen Treves jetzt besiegt.